Na ja, hier bekommt's noch eine Skywars auf Gnome und ich habe jetzt Premium Plus, das ist super. Also kann ich jetzt mit jedem Kid spielen und kann mit meinem Rang im Chat flexen. Nee, ganz viel Liebe geht raus an Gomme, dass ich den Rang endlich bekommen habe. Das hat ja 1,5 Monate gedauert. Also ich habe meinem Bruder gerade eine Sprachnachricht gemacht, so soll ich jetzt mal Klaus anschreiben im Forum, ob das mit dem Rang irgendwann was wird, weil ich ja relativ lange gewartet habe und genau in dem Moment quasi, da habe ich eine Runde gespielt, habe die Sprachnachricht gemacht. Nach der Runde hatte ich den Rang. Das fand ich lustig, sie irgendwas zu machen und wir haben jemanden, der zum Glück nicht hinter uns herläuft. Ich dachte schon, er huntet uns. Und er huntet uns, ey. Sollten wir aber, ja. Haben wir gekommen, wo sollten wir bekommen? Erst hunten, dann wegrennen. So ist es doch schön. Okay, wie viele Leute wollen hier bitte sein? Ja. Kann irgendjemand auch mal nicht abstauben? Kann irgendjemand in den Fight reingehen? Und auch mal runterfliegen? Danke. Was ich lustig finde, mit Premium Plus rein kriegt man so viele FLs gesteckt, oder FAs. Also gefühlt jeder will Freund von einem sein auf einmal. Das finde ich leicht amüsant. Und ja, komm, den versuchen wir jetzt mal zu holen. Perfekt. Finally konnten wir einen holen, nachdem wir von 20.000 Leuten gesandwiched wurden. Und probieren wir auch mal den zu holen. Kann ich hier. Danke, dass ich keinen Hit kriege. Zwei Vierer, kriege ich ihn endlich. Aber nur so halb. So, stirb. So ein 2-5er würde ich schon gerne kriegen. Danke. Finally. Das hat aber richtig gedauert. Wo sind die letzten Gegner? Da hinten. Der eine hat richtig schlechtes Equip. Der andere auch nicht wirklich viel besseres. Doch, jetzt hat er super Equip. Gucken wir mal, ob wir die kriegen. Versuchen erstmal den Gegner da drüben zu holen. Ist er da unten? Nee. Ist einfach nur weit unten. Oh, der war relativ low. Wahrscheinlich hat er voll Damage bekommen. GG. Voll cool mit den Schneebällen. Mega lustig. Cool, dass Gomez eingeführt hat. Na, zweite Runde und gleiche Map. Seid ihr eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Bei mir ist das so gar nicht. Also ich fühle Weihnachten irgendwie noch so null. Bei mir ist es im letzten Jahr aber auch immer so gewesen. Und also eigentlich komme ich erst so am 24. so dann wirklich in Weihnachtsstimmung, aber sonst davor, irgendwie weiß nicht, fühle ich es nicht. Und auch, ich besorge auch immer erst am 23. die Geschenke. Ich nehme mir jedes Jahr vor, das früher zu machen. Aber irgendwie lande ich immer am 23. dann da und besorge mit meiner Familie, also mit meinen Cousins, noch die Geschenke, weil die auch noch welche brauchen. Und wir haben relativ gutes Equip. Wir haben Full Dia bis auf den Helm. Das ist perfekt. Snacken wir mal den Gap. Bam Bam Heal haben wir. Versuchen wir mal, einen Gegner zu töten. Oh, wir haben den fast One-Hit gekriegt. Und ich glaube, das sogar ist ein genickter Spieler. Das hier ist ein genickter Spieler mit Sicherheit. Und der hat Grapples gehabt, perfekt. Und können wir noch abstauben, perfekt. Und der leckt ein bisschen. Triple Kill, easy peasy, lemon squeezy. War gar nicht lucky oder so. Aber der wollte abstauben und hat es ein bisschen verkackt. So, perfekt. Haben wir den auch. Läuft entspannt jetzt auf ganz entspannter Basis erstmal 4 Kills gemacht. Wer lebt noch? Laurin und. Oh, Xinde. Das sieht auch wieder aus wie so ein genickter Spieler. Was ist denn da los? Perfekt, auch da. Die Runde läuft ja richtig, richtig gut. So, wen gibt's denn noch? Da chillt noch einer. Der Laurin 2. Auf Mission. Aber ihn juckt es erstmal gar nicht. Er wird abgeworfen mit so einem Schneeball und lootet erstmal die nächste Chest. So. Richtiger Profi.
sehr knapp werden können. Ja, den sollten wir auch noch bekommen. Alter, das ist ja Feuerresi. Aber wir haben ihn relativ gut gehittet, deswegen soll das eigentlich ganz entspannt werden. GG, zweite Runde gewonnen mit 8 Kills. So, jetzt sind wir in der abschließenden Runde. Skymo ist auf der Map Western. Ey. Und ich habe ein anderes Kit genommen, nämlich das Pyro-Kit. Das hat einen Schatten 2 Fire Aspect Goldschwert. Das geht halt relativ schnell kaputt. Das ist ein bisschen doof. Deswegen, wenn man die ganze Runde fightet, dann ist das danach kaputt. Aber sonst, ich mochte das Kit früher immer. Ich habe relativ lange nicht mehr mit dem gespielt gehabt, weil ich es nicht mehr gekauft hatte. Jetzt habe ich ja alle Kits. Also früher war das Kit relativ stark. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt ist. Weil ich spiele ja, glaube ich, RIP an diesen Looter. Ich bin nur noch relativ wenig mit diesen Kits, glaube ich. Aber wir testen das einfach mal. Gehen wir direkt zu den Gegner hier. Der hat eine Enderperl gehabt. So, looten wir seine Base. Gucken wir mal weiter. Perfekt. Der hat uns ja perfekt das Dia-Zeug ergänzt. Auf ganz entspannter Basis. Läuft. Ist ja super. Ich weiß nicht, es ist richtig dumm, aber ich nehme diesen Trank immer richtig am Anfang. Weil ich mir denke, wenn ich dann irgendwie in eine Situation komme, wo ich fighte und den erst dann im Fight nehmen muss, das kriege ich sowieso nicht gerafft. Deswegen nehme ich den sofort und der Typ an der Angel. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig auf diesen Fight. Ich habe richtig Bock. Angeln, bestes Item, was es gibt. Kappa. Ja, der macht jetzt TNT. Ja. Das zerstört halt jetzt. Doch, das zerstört was. Mit dem Wasser bringt mein Ding da natürlich nichts, aber... Doch, hat sogar was gebracht. Und er sollte jetzt sterben. Gleich sollte er eigentlich tot sein. Perfekt. Gucken wir mal weiter. Wollen wir in die Mitte gehen? Wir gehen, glaube ich, gleich in die Mitte. Ja. Hinten den erstmal mit unserem Schwert an, dass er Verbrennung hat. Und er nimmt einen Feuerresi-Trank. Guck mal, jetzt musste er den halt erstmal nehmen. Das sind Zeit in einem Fight gekostet, die er eventuell hätte besser investieren können. Ich weiß nicht, ob der Typ einen Feuer-Resi-Trank hat. Weil wenn, dann hat er ihn auch nicht geslurpt. Perfekt. Ja, der hatte sogar einen Feuer-Resi-Trank, aber hat ihn wieder nicht genommen gehabt. Und er hatte jetzt auch in dem Fight keine Zeit, den zu nehmen. Das finde ich halt immer so... Er hatte sogar zwei. komisch. Wo ist denn der nächste Gegner oder der letzte Gegner? Da vorne irgendwo. Wir stürmen erstmal nochmal Feuerresi. Und der Typ hat gar nicht so gutes Equip. Deswegen sollte es eigentlich entspannt werden. Das ist echt so irgendwie in Skywars aggressiv spielen, bringt es viel mehr als so passiv spielen, wie in Bed Wars. Weil man dann relativ gutes Equip kriegt und alles. Und dann die Gegner besser holen kann. GG. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich werde das jetzt nicht so gut schneiden können, weil ich gerade wenig Zeit habe. Und die letzten Tage ist ja auch kein Stream gekommen. Danke dafür, dass ich gerade eine Nachricht kriege an mein Handy. Von AliExpress. AliExpress schickt mir 3D-Drucker die ganze Zeit. AliExpress will, dass ich 3D-Drucker kaufe. ja. Ist ein relativ spontan. Commentary ist jetzt wahrscheinlich nicht so krass geworden. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß.